Punkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der FDP hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Freiheiten für Geimpfte und Genesene umgehend wiederherstellen. Ich eröffne die Aussprache. Tschüss. Tschüss, schönen Feierabend. Ich eröffne die Aussprache. Und wenn Sie sich vielleicht entscheiden könnten, ob Sie hier bleiben wollen oder rausgehen wollen. Aktuelle Stunde. Es beginnt der Abgeordnete Dr. Marco Buschmann für die FDP-Fraktion. Der parlamentarische Geschäftsführer, Entschuldigung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 21. April hat dieses Haus abschließend über die sogenannte Bundesnotbremse entschieden. Das ist ein Gesetz, das eine ganze Reihe tiefer Grundrechtseingriffe enthalten hat. Und einigen hier im Haus gingen diese Grundrechtseingriffe noch nicht weit genug. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus, hat ausweislich des stenografischen Berichts ja hier zu Protokoll gegeben, dass, wenn er alleine hätte entscheiden können, die Eingriffe noch, ich zitiere, härter und schärfer, Zitat Ende, geworden wären. Wegen eines solchen Politikverständnisses, das in der ohnehin schweren Zeit der Krise nur eines kennt, nämlich immer härter und immer schärfer in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen, ist es ein großes Glück, dass unsere Verfassung die Grundrechte kennt. Denn die Grundrechte richten an die Politik eine Botschaft. Und diese Botschaft lautet: Nicht die Bürgerinnen und Bürger schulden dem Staat eine Begründung für ihre Freiheit, sondern es ist der Staat, der den Bürgerinnen und Bürgern eine Begründung für jeden einzelnen Grundrechtseingriff schuldet. Und das kann man dieser Tage gar nicht oft genug sagen, meine Damen und Herren. Corona ist eine schwere Gefahr. Wir erinnern uns alle an die schrecklichen Bilder aus Bergamo. Wir sehen die schrecklichen Bilder aus Indien jeden Tag. Und daher ist es ja klar, dass es auch vernünftige Regeln gibt, dass es auch eine ganze Reihe von Grundrechtseinschränkungen gibt, die natürlich vernünftig begründbar sind. Aber dass man Geimpften und Genesenen nicht erlaubt, einzukaufen, ihre Wohnung zu verlassen, ihre Angehörigen zu sehen, einzukaufen, Sport zu treiben, auch mit anderen Geimpften und Genesenen, gehört nicht dazu. Denn wir wissen mittlerweile, dass für diese Personengruppen das gilt, was die Mediziner sterile Immunität nennen, nach menschlichem Ermessen, ist es eben höchst unwahrscheinlich, dass sich diese Personen selber anstecken können oder dass diese Personen andere Menschen anstecken können. Ihre Freiheitseinschränkung ist deshalb kein Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Wenn Grundrechtseingriffe aber keinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten, dann ist die Pandemiebekämpfung auch keine vernünftige Begründung für diese Grundrechtseingriffe. Das gilt bei geimpften Genesenen, und auch das kann man dieser Tage nicht oft genug sagen, meine Damen und Herren. All das ist nicht neu. All das wussten wir schon, als die Bundesnotbremse beschlossen worden ist. Wir haben es Ihnen hier vorgetragen, Sie haben es ignoriert. Wir haben dazu Änderungsanträge zum Gesetz vorgelegt. Sie haben diesen Änderungsantrag niedergestimmt. Und plötzlich, ganz schnell, meint man, die schlimmsten Fehler korrigieren zu müssen bei dieser Personengruppe. Man wundert sich. Plötzlich wird auf das RKI abgestellt. Plötzlich erinnert man sich an die Begründungspflichtigkeit von Grundrechten. In Wahrheit war das alles schon vorher bekannt. Es gibt nur eins, was sich geändert hat. In der Zwischenzeit gibt es eine Unzahl von Verfassungsbeschwerden, auch die Verfassungsbeschwerden der 80 Abgeordneten der FDP-Fraktion. Und deshalb ist es gut, dass es in diesem Haus nicht nur Politiker gibt, die meinen, immer härter und immer schärfer in die Freiheit eingreifen zu müssen, sondern die ihre Aufgabe darin verstehen, als Hüter und Anwälte der Grundrechte zu agieren, meine Damen und Herren.
Daran hat sich übrigens auch nichts durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gestern zu gewissen Eilanträgen geändert. Über unsere Verfassungsbeschwerden und unsere Eilanträge ist nicht entschieden worden. Und über die Rechte der Geimpften sagt diese Entscheidung gar nichts aus, außer einem Hinweis: Macht euch in die Spur, GroKo, sonst wird euch großes Ungemach drohen. Ich kann die Lektüre der Entscheidung nur empfehlen. Was das Gericht ausdrücklich nicht gemacht hat, ist eine rechtliche Würdigung, weder was die Behandlung von Genesenen und Geimpften angeht, noch was die Ausgangssperren angeht. Ich will Ihnen nur zitieren aus den Erwägungen des Ersten Senats. Der zweite Satz lautet schon: Bei der Entscheidung über den Antrag auf einstweilige Anordnung haben die Gründe, Achtung, die für die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Maßnahmen vorgetragen werden, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben. Das Verfassungsgericht hat eben nicht gesagt, dass die Maßnahmen in Ordnung sind, sondern es hat eine rein tatsächliche Folgenabwägung vorgenommen. Und auch das muss man dem einen oder anderen sagen, der meint, das Verfassungsgericht habe sich auf die Seite der Schneller und Härter, der Privilegienfraktion gestellt, derjenigen, die bis heute nicht verstehen wollen, warum man in Grundrechte nicht eingreifen darf, wenn es dafür keine vernünftige Begründung gibt, meine Damen und Herren. Herr Kollege, in der Aktuellen Stunde, ja, prima, 5 Minuten sind um. Karin Mack hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Herr Buschmann, selbstverständlich teilen wir das Ziel, die Freiheit für Geimpfte und natürlich auch für die Genesenen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Und genau deshalb hat die Regierung in Abstimmung mit uns und mit den Ländern die Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung vorgelegt, schnell, rechtlich einwandfrei. Und genau deshalb hat die Koalition der Verordnung heute Morgen auch zugestimmt. Beratung und Abstimmung über das letzte Wochenende, Kabinett am Dienstag, Bundestag heute, Bundesrat morgen, Verkündung am Samstag, Inkrafttreten am Sonntag. Ich meine, mehr Geschwindigkeit, mehr Unmittelbarkeit geht nicht mehr. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, hatten jedenfalls auch heute die Chance, Ihren Einsatz für die Freiheit nicht nur anzukündigen, das passiert ja nun relativ oft, sondern mit Ihrer Zustimmung zur Rechtsverordnung auch zu beweisen, dass es Ihnen damit ernst ist. Kraftvoll enthalten haben Sie sich. Schade, Sie haben die Chance vertan. Und wie gesagt, ich teile das Ziel. Was ich nicht teile, ist Ihr Arbeitsansatz für das Unangenehme, nämlich die harten Maßnahmen, um die Infektionszahlen runterzubringen. Da ist die Koalition zuständig. So viel Verantwortung wollten Sie auf Seiten der FDP dann doch wieder nicht übernehmen. Sie klinken sich ein, quasi nach der Pflicht, wenn es wieder um die Kür geht, Ihr Leib- und Magenthema, die Freiheitsrechte. Ja, wir in der Koalition haben mit der sogenannten Notbremse dafür gesorgt, dass bei einer Inzidenz von über 100 bundeseinheitliche Maßnahmen das Infektionsgeschehen eindämmen. Und Herr Buschmann, ich stehe hier als Gesundheitspolitikerin. Ich teile den Ansatz meines Fraktionsvorsitzenden. Ich hätte es sogar noch wirklich mit strengeren Maßnahmen probiert. Aber richtig ist auch, die Notbremse erst seit 23. April in Kraft sorgt jetzt bereits heute dafür, dass die Inzidenz in Deutschland endlich wieder sinkt. Ich erinnere, 23.04. Inzidenz 187 bundesweit, heute 129. Und die rückläufigen Zahlen gehen genau auf diese Notbremse zurück. Und das sage nicht nur ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann, Zitat, wir sind zuversichtlich. Ich zitiere den Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Professor Marx. Wir sind zuversichtlich, dass die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen sinken wird. Und das hängt unmittelbar mit den Maßnahmen der Bundesnotbremse, wie aber auch mit dem deutlichen Impffortschritt zusammen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, uns geht es natürlich vor allem um die Menschen.
Ich freue mich jetzt vor allem, dass mit der Ausnahmeverordnung zum Beispiel für Geimpfte und genesene Senioren in den Einrichtungen wieder Geselligkeit möglich ist. Besuche, Kartenspielen, schlicht Lebensqualität. Und Sie haben vorher das Stichwort Spaltung der Gesellschaft in den Mund genommen. Ja, wir haben auch der jüngeren Generation in dieser Pandemie sehr viel zugemutet. Erst mussten sie sich zum Schutz der alten Menschen auf ihr normales Leben mussten sie verzichten. Dann mussten sie beim Impfen hinten sich einreihen. Aber auch da, und das sage ich jetzt sehr bewusst, ist Licht am Ende des Tunnels. Im Mai ist im Wesentlichen die Prioritätengruppe 3 dran. Das sind die Verkäuferinnen, das sind die Busfahrer, all jene, die nicht im Homeoffice sein können und die auch schon seit 4 Monaten auf die Impfung warten. Und Anfang Juni ist es dann soweit, wenn die Priorisierung aufgehoben wird, dann sind auch die jungen Gesunden dran. Und die herzliche Bitte an die Jüngeren, 4 Wochen, es geht um 4 Wochen. Ich bitte herzlich noch mal um so viel Geduld. Und mehr Freiheit, liebe FDP, gibt es auch für die Kinder und Jugendlichen. Bisher ist der Impfstoff von BioNTech ja für erst ab 16 zugelassen. In Kanada ist der Impfstoff jetzt bereits für die Jugendlichen zwischen 12 und 15 zugelassen. Gleiches für Europa beantragt. Im Juni aller Voraussicht nach werden wir den Impfstoff für die Kinder und Jugendlichen ab 12 haben. Alles in allem, die Lage ist ermutigend. Impfkampagne läuft, 30% Erstgeimpfte, 9% vollständig Geimpfte. Gestern 200.000 Zweitimpfungen, insgesamt gestern 1,1 Millionen Impfungen pro Tag. Das hat bisher noch kein einziges europäisches Land geschafft. Die Betriebsärzte, ab 7. Juni sind sie dabei. Das Impfen wird für alle noch mal bequemer. Im Lauf des Juni Aufhebung der Priorisierung, alle weiteren Parameter zeigen in die richtige Richtung. Über 10.000 Teststationen sichern den Rechtsanspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche, öffnen testgestützt eine reale Perspektive. Und wir bleiben bei unserer Maxime. Vorsicht und Umsicht wollen wir beibehalten. Aber Zuversicht kann ich heute an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vermitteln. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Mack. Für die Fraktion der AfD hat als nächstes das Wort der Abgeordnete Detlef Spangenberg. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, FDP, ja, Freie Demokratische Partei. Sie fordern Freiheit für Geimpfte, das heißt, sie fordern Einschränkungen für alle anderen. Was ist daran frei und was ist daran demokratisch, frage ich Sie. Ich kann es nicht erkennen, meine Damen und Herren. Sie wollen Opposition sein und rennen der Regierungsparteien hinterher. Wir sagen, Grundrechte sind nicht verhandelbar und dürfen nur im Äußersten, nicht aber unter unsicheren Gesichtspunkten entzogen oder je nach Gutdünken Menschen wieder zuerkannt werden. Oder deutlicher sind Grundrechte nun Privilegien oder der Normalfall, ist die Frage. Eine Opposition, wie wir es verstehen, hat eine bedeutende demokratische parlamentarische Aufgabe, auch sich einer selbstherrlich handelnden Regierung entgegenzustellen. Genau dies machen sie nicht. Im Gegenteil, sie treiben mit ihrem Antrag eine Anbiederungspolitik, die sich gewaschen hat, will auch die FDP die Grundrechtseinschränkung, Gefährdung des Rechtsstaates mitfördern, mitbefördern, mitdurchsetzen. Wir sehen es so. Wenn betont wird, es handelt sich um Grundrechtseinschränkung, ist dies nicht ausreichend definiert. Denn es sind hier wesentliche Grundrechte, nämlich die Freiheitsrechte, was weder verhältnismäßig noch zu akzeptieren ist. Professor Lepsius, Professor für öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Westfälisch-Wilhelms-Universität in Münster, bezeichnete schon vor einem Jahr die Reaktion von Regierung und Gesetzgeber als einen, so sagt er, ziemlich flächendeckenden Ausfall rechtsstaatlicher Argumentationsstandards. Dem rechtlich wie ethisch gebotenen Umgang mit den Grundrechten wird die momentane Rechtfertigungsrhetorik jedoch nicht gerecht. Grundrechte können nur unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt werden. Meine Damen und Herren, können wir ab kommender Woche
unsere Grundrechte durch Impfung oder durch eine Genesungsbescheinigung zurückerlangen oder für einen Tag Grundrechte für eine befristete Zeit ertesten? Es sieht so aus. Ist das die Perspektive in einem demokratischen Rechtsstaat? Die AfD sagt, nein, ist es nicht. Meine Damen und Herren, nun haben wir genau das, was es angeblich nie geben sollte, ein Impfung, um seine Freiheitsrechte wenigstens teilweise wieder erlangen zu können. Viele Maßnahmen, auf die Sie die Einschränkung der Bürgerrechte begründen, sind wissenschaftlich umstritten, nicht haltbar. Erstens, die Testarten. Schnelltests, Selbsttests sind mit so großen Fehlerquoten behaftet, dass man sie nicht verwerten kann. Wenn überhaupt, dann gibt es nur einen Sinn bei Menschen, die Symptome vorzeigen. Das ist die Anhörung vom 16.04.2021, Ausschuss für Gesundheit. Frau Marx, Sie waren dabei. Inzidenzwerte, willkürlich festgelegte Zahlen, die wie in Absatz 3 des § 28b der Inzidenzwert für 165 für einen Präsenzunterricht ausgehandelt mit einer Kugelei bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Ermittlung von Inzidenzwerten mittels Testungen und daraus ermittelten Neuinfektionen sagen allerdings nichts über die Anzahl von Erkrankten, Schwere von Krankheitsverläufen, Behandlung von Covid-Patienten oder Auslastung von Intensivstationen aus. Professor Krüger, der Vorgänger von Dr. Drost an der Charité, mahnte andere Parameter an, wie Berücksichtigung von Brennpunkten, Krankheitslast, also die Häufigkeit, schwere Erkrankung und so weiter. Die Maskenpflicht. Auch hier unterschiedliche gravierende Meinungen. Ja, viele Mediziner kritisieren, dass es gesundheitlich bedenklich ist, wenn man viele Stunden am Tag die eigene Atemluft wieder einatmen muss. Kopfschmerzen, Übelkeit sind die Folgen. Und wo soll der Nutzen sein, meine Damen und Herren, wenn die sogar in geschlossenen Räumen verlangt wird, in denen sich nur eine einzige Person aufhält? Nehmen Sie zum Beispiel an die Bundesbahn, wenn Sie allein im Abteil sitzen. Impfstoffe. Ständig ist hin und her bei der Anwendung Empfehlungen und Einschränkungen. Zum Beispiel AstraZeneca. Hersteller und Zulassungsbehörden sagen, keine Einschränkungen. Die STIKO sagt, nur über 60 Jahre. Und die zweite Dosis am besten ein anderer Impfstoff. Impfschäden werden auch noch dokumentiert an Personen unter 60 Jahren. In einigen Ländern wird der Stoff nicht zugelassen. Und jetzt mal eine Frage, meine Damen und Herren. Haben die Menschen nicht das Recht, darüber zu sprechen, darüber besorgt zu sein? Sind sie deshalb gleich eine Gefahr für die Demokratie, wenn sie eine Impfung nicht wollen oder ihr nicht vertrauen? Das ist die Frage. Ausgangssperren. Aerosolmediziner verneinen die Ansteckung im Außenbereich fast gänzlich. Was soll denn eine Ausgangssperre? Was soll ein Verbot für ein Gartenlokal? Ist die Regierung so arrogant, meine Damen und Herren, dass sie jeden, der nach 22 Uhr auf die Straße geht, als potenziellen Kneipengänger deklariert, der an der nächsten Spelunke feucht warme Küsse austauscht? Ist das so gedacht? Meine Damen und Herren, es sieht schlimmer aus hier in Deutschland. Wie wird nun überprüft, wer nun gerade seine Grundrechte genießen darf und sich daher zum Zeiten der Ausgangssperre draußen aufhalten darf? Wer sich gerade in seinem Zuhause mit mehreren und anderen Menschen trifft, soll dann private Zusammenkünfte in Wohnungen gestürmt werden, um dann mittels Impfpass festzustellen, dass sich die Menschen hier treffen dürfen? Werden dann von der Polizei oder Ordnungsämtern abends oder nachts Personenkontrollen durchgeführt? Letzter Satz, Herr Präsident, selbstverständlich. Die AfD steht für zielgenaue Schutzmaßnahmen für besonders Gefährdete, für die freie Entscheidung, für oder gegen eine Impfung, für Selbstverantwortung, Freiheit und Rechtsstaat. Meine Damen und Herren, Sie könnten noch vieles lernen von uns. Vielen Dank. Herr Kollege, ist vorbei. So. Der Abgeordnete Dirk Wiese hat das Wort für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als zum Jahresbeginn 2021 Bundesjustizministerin Christine Lambrecht eine Debatte angestoßen hat, dass, wenn es wissenschaftlich erwiesen ist, diejenigen, die vollständig geimpft sind, die genesen sind, nicht mehr das Virus weiterverbreiten, nicht mehr infektiös sind, dass man hier letztendlich andere rechtliche Maßstäbe anlegen muss, weil Verhältnismäßigkeit bei Einschränkungen nicht mehr gewahrt ist. Da hat sie viel, viel Kritik einstecken müssen, auch von vielen Kolleginnen und Kollegen hier aus diesem Haus, auch gerade aus der Opposition. Aber es war richtig, frühzeitig auf diese Debatte aufmerksam zu machen. Und wir haben jetzt als Bundesregierung
Bundesregierung mit den Koalitionsfraktionen in der vergangenen Woche schnell gehandelt, nachdem das RKI festgelegt und festgestellt hatte, wissenschaftlich untersucht hat, dass diejenigen, die letztendlich die doppelte Impfung haben, die immunisiert sind, dass die letztendlich nicht mehr in der Form infektiös sind. Und darum war es richtig, auch heute schnell und zügig zu handeln und diese Bundesverordnung übrigens mit Zustimmung des Deutschen Bundestages und die Zustimmung des Bundesrates steht noch auf den Weg zu bringen. Das war ein richtiger Schritt und gebietet auch rechtsstaatliches Handeln. Und ich glaube, meine Damen und Herren, wenn wir auch uns die erfreulichen Zahlen der letzten Tage anschauen, dass wir fast 30,6% Erstimpfungen haben, wir fast gestern 1,1 Millionen Impfungen haben, dann zeigt es doch wirklich, dass es vorangeht, dass es viel, viel Licht für die kommenden Wochen gibt, dass es eine klare Perspektive gibt, dass es vorangeht, dass auch die von Olaf Scholz mitinitiierte Taskforce Impfstoffproduktion ein wichtiger Schritt gewesen ist, auch hier letztendlich mehr wieder möglich zu machen. Und von daher gebietet das viele Möglichkeiten, die ausdrücklich in die richtige Richtung gehen. Ich bin allerdings, Herr Buschmann, ein bisschen erstaunt. Einmal freue ich mich, dass Sie diese Aktuelle Stunde angemeldet haben. Sie haben sich wahrscheinlich gewünscht, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt gewesen ist. Jedenfalls habe ich manchmal bei Ihrer Rede gemerkt, dass die eigentlich schon nicht mehr tagesaktuell gewesen ist, jedenfalls nach einigem, was wir heute beschlossen haben. Aber ich glaube, und das muss man auch sagen, wir sind nach wie vor in einer nicht einfachen Situation. Und wenn man sich die Folgenabwägung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts von gestern Abend anschaut, dann hat das Bundesverfassungsgericht in einer Eilentscheidung, das Hauptsacheverfahren kommt noch, ja gesagt, dass es noch immer hohe Inzidenzzahlen bei uns gibt, dass es immer noch gefährliche Virusvarianten gibt, dass wir immer noch schwere Krankheitsverläufe und eine hohe Zahl an Todesfällen haben, dass wir immer noch letztendlich die Wirksamkeit bereits erfolgter Impfungen infrage stellen würden, wenn wir zu viel und zu schnell auf einmal lockern würden. Und ich muss das auch ganz klar bei Ihnen sagen, das, was Sie hier mit dieser Aktuellen Stunde suggerieren, dass Sie mehr Öffnungen jetzt schon haben wollen, dass Sie mehr Freiräume jetzt schon haben wollen, dadurch gefährden Sie die Fortschritte, die gerade in den letzten 2, 3, 4 Wochen passiert sind. Und ich kann nur den warnenden Blick richten, weil Sie es auch angesprochen haben. Schauen Sie nach Chile, schauen Sie nach Indien. Es waren Länder, die große Fortschritte erzielt haben, die viel vorangebracht haben, die dann allerdings zu früh unachtsam gewesen sind, die zu früh gelockert haben, die zu früh auch Veranstaltungen wieder zugelassen haben. Und ich kann nur sagen, wir wollen diesen Erfolg, den wir momentan sehen, diese positiven Signale, die wir sehen, nicht durch zu frühe Komplettlockerungen, wie Sie sich das vorstellen, gefährden. Dann würden wir es eher dazu führen, dass wir dann möglicherweise wieder Verschärfungen machen wollen, was keiner von uns haben möchte. Und darum halte ich das, was Sie damit vorangebracht haben, in Teilen auch verantwortungslos. Und ich muss auch deutlich sagen, was die Bürgerinnen und Bürger neben einer klaren Perspektive wollen, übrigens die Hotels bei mir im Sauerland fordern eine Perspektive für den 1.7., was sie auch wollen, ist Verlässlichkeit und Planbarkeit. Und da muss man auch mal den Blick in einige Landesregierungen richten. Und wenn ich den Blick zur Landesregierung nach Nordrhein-Westfalen richte, zu Armin Laschet und ihrem Wirtschaftsminister Pinkwart, dann will ich Ihnen mal ein paar Beispiele dafür geben, wie man Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Ich gebe Ihnen mal das erste Beispiel. Die Schulpolitik, die Ihre Schulministerin Gebauer in Nordrhein-Westfalen macht, ist ehrlicherweise grotesk und sorgt für Verunsicherung bei Schülerinnen und Schülern, bei Lehrern. Das, was Sie da gemacht haben, hat zu viel Verunsicherung beigetragen und hat zu Recht Wut auch ausgelöst bei Eltern, bei Lehrern und bei Schülerinnen und Schülern. Da kann man nur sagen, Sätzen 6, Versetzung gefährdet für die Leistung, die Sie abgeliefert haben. Ich gebe Ihnen noch zwei Beispiele. In der Bundesnotbremse haben wir festgelegt, dass es Ausnahmen geben soll für Buchläden. Nordrhein-Westfalen hat das nicht mit aufgenommen. Die Buchläden in Nordrhein-Westfalen wussten 4 Tage lang nicht, was sie machen sollten, was sie tun sollten, weil ihr Wirtschaftsminister keine Anpassung in der Corona-Schutzverordnung vorgenommen hat, nicht gehandelt, Buchläden, Unternehmer verunsichert. Das ist Politik bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen. Und der letzte Punkt. Ich halte es für richtig, über Modellregionen nachzudenken. Ich glaube, das kann bei sinkendem Inzidenzwert eine Möglichkeit sein. Bei mir im Hochsauerland sind Kommunen Modellregionen geworden. Sie warten noch heute darauf, dass es klare Kriterien des NRW-Wirtschaftsministers Pinkwart gibt. Auch da in der Praxis, Sie verunsichern die Bürgerinnen und Bürger. Sie machen das Gegenteil in Regierungsverantwortung, was Sie hier erzählen. Das ist unverantwortlich und das ist keine Politik mit Perspektive, die die FDP in den Ländern macht. Ich erteile das Wort dem Kollegen Dr. Gregor Gysi, Fraktion Die Linke. Applaus
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Grundrechte sind weder Privilegien noch Sonderrechte, sondern stehen jeder Bürgerin und jedem Bürger in unserem Land zu. Deshalb können sie auch nicht zurückgegeben werden, wie Herr Habeck meint, denn sie gehören uns nicht, sie stehen im Grundgesetz. Dazu gehören die Freizügigkeit, die vollständige Versammlungsfreiheit, das Recht auf Kunst und Kultur, auf Bildung und Ausbildung und vieles andere. Wenn es durch den Bundestag tatsächlich Einschränkungen von Grundrechten grundgesetzgemäß geben soll, dann muss es dafür schlüssige, zutreffende und verhältnismäßige Gründe im Interesse der Allgemeinheit geben, zum Beispiel im Gesundheitsinteresse. Um es juristisch einmal ganz klar zu sagen, wenn wir 1.000 Personen nehmen und von 999 geht eine Gefahr aus, die zur Einschränkung ihrer Grundrechte zwingt, aber von dem 1.000. nicht, hat niemand das Recht, diesem 1.000. seine Grundrechte zu entziehen, soweit sie bei Verbot für die anderen überhaupt noch gewährleistet werden können. Deshalb wird es höchste Zeit, dass die vollständig Geimpften, die Genesenen und die negativ Getesteten ihre Grundrechte so weit wie möglich wieder wahrnehmen können. Ich kenne natürlich die Hinweise aus der Wissenschaft, dass es Mutationen der Viren geben kann. Das ist möglich. Solange es aber keine reale Gefahr für Hunderttausende oder Millionen Menschen gibt, darf eine solche Überlegung hinsichtlich einer Möglichkeit niemals zur Einschränkung von Grundrechten führen. Damit verletzte man das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Ich weiß, dass es auch vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete eine sehr, sehr seltene Ausnahme dergestalt haben können, dass die einen die Viren trotzdem übertragen können oder die anderen doch positiv waren. Wenn zum Beispiel von diesen 1.000 Gegebenen für einen diese Ausnahme zutreffen sollte, hat niemand das Recht, auch den übrigen 999 Bürgerinnen und Bürgern die Grundrechte weitgehend zu entziehen oder einzuschränken. Wiederum verletzte man das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Wenn man vollständig Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten die Grundrechte weitgehend einräumte, steht eine soziale Frage. Soweit Tests zum Beispiel in Unternehmen von den Beschäftigten bezahlt werden müssen, ist dies abzuschaffen. Die Tests müssen regelmäßig für alle Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen vom Staat gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden. Hier gibt es neben der sozialen Frage noch eine weitere Überlegung. Die Bundesregierung und die EU-Kommission tragen die volle Verantwortung dafür, dass die Kapazitäten hinsichtlich der Impfstoffe so gering waren, dass bisher nur 8% unserer Bevölkerung vollständig geimpft sind. Das ist ein einzigartiger Skandal. Wenn also die Regierung den Jüngeren noch keinen Impfstoff anbieten kann, muss sie ihnen gebührenfrei die Tests zur Verfügung stellen, damit sie so umfassend wie möglich ihre Grundrechte wahrnehmen können. Übrigens habe ich hier einen Unterschied im Denken zwischen Ost und West festgestellt. Im Westen denkt man nur an Bestellung und Bezahlung, im Osten weiß man, dass man auch über Kapazitäten nachdenken muss. Insofern wundert es mich, dass die Frau Bundeskanzlerin Merkel darauf nicht gekommen ist. Aber na schön. Außerdem schützen sie ständig die Freiräume und nicht die Innenräume. Die Ansteckungsgefahr ist innen, aber viel größer als draußen. Ich erwarte von Ihnen endlich eine Pflicht für die Unternehmen, für Homeoffice, soweit es geht, eine Testpflicht dort in bestimmten Abständen und Investitionen auch des Staates für Luftfilter und Luftreiniger in Großraumbüros und Klassenzimmern. Erstaunlich ist auch das Chaos der Regierung. Also am letzten Freitag haben Sie noch gegen Grundrechte für vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete geredet. Nun haben Sie eine Verordnung beschlossen, die doch teilweise die Wahrnehmung der Grundrechte ermöglicht. Ich vermute, Sie haben Angst vor dem Erfolg der Verfassungsbeschwerden gegen das Bevölkerungsschutzgesetz beim Bundesverfassungsgericht. Wenn alle vollständig Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten ihre Grundrechte wieder weitgehender wahrnehmen dürfen, wären nur noch positiv Getestete und jene, die sich nicht testen lassen wollen, obwohl sie noch nicht geimpft und genesen sind, von wesentlichen Einschränkungen der Grundrechte betroffen. Bei den positiv Getesteten hoffen wir auf baldige Genesung. Und für die Wahrnehmung der Grundrechte durch alle Bürgerinnen und Bürger muss eine Herdenimmunität erreicht werden, die spätestens bei einer Impfquote von 70% der Bevölkerung eintritt. Heute Abend wird namentlich unser Antrag zur Aufhebung des Patentschutzes für diese Impfstoffe im Bundestag abgestimmt. Er dient der Finanzierung gerade für die armen Länder.
US-Präsident hat offensichtlich unseren Antrag gelesen, fand ihn gut und hat deshalb zumindest die befristete Aussetzung des Patentschutzes gefordert. Ich bin gespannt, wie die anderen Fraktionen heute Abend darüber abstimmen werden. Stehen Sie an der Seite der Armen, auch der USA und der Linken, oder nicht? Das wird spannend. Werte Bundesregierung, letzter Satz. Werte Bundesregierung, legen Sie, was das Impfen betrifft, nun endlich den Turbo ein. Beenden Sie das Chaos und sorgen Sie dafür, dass so schnell wie möglich sämtliche Grundrechte in Deutschland für alle wiederhergestellt werden. Das Wort hat die Abgeordnete Dr. Kerstin Kappert-Gonter, Bündnis 90 Grüne. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Tagen traf ich eine gute Bekannte in Bremen, und sie hatte gerade ihre zweite Impfung erhalten. Es fallen mir so viele Steine vom Herzen, sagte sie. Sie war dankbar, erleichtert, dass sie selbst jetzt im Wesentlichen geschützt ist und auch andere nur noch, also im Wesentlichen nicht mehr anstecken kann. Und dass sie ihre ebenfalls zweifach geimpfte Nachbarin jetzt wieder besuchen kann. Und das haben wir heute Morgen hier beschlossen, dass Kontaktbeschränkungen für doppelt Geimpfte jetzt im Wesentlichen wegfallen. Das ist gut. Denn darum geht es doch, dass einerseits der Infektionsschutz großgeschrieben wird und selbstverständliche Grundrechte wieder selbstverständlich werden. Auch in Pflegeheimen beispielsweise, wo die Bewohnerinnen und Pflegekräfte geimpft sind, wird jetzt gemeinsames Essen, gemeinsames Leben wieder möglich. Und so schützt die Impfung nicht nur vor einer Infektion, sondern eben auch vor Einsamkeit. Grundrechte heißen eben Grundrechte, weil sie grundlegend sind. Sie grundieren die Freiheit und Würde jeder Person in unserem Land. Und wenn sie nicht mehr für den Infektionsschutz notwendig sind, die Einschränkungen, dann müssen sie eben aufgehoben werden. Aber, Herr Kollege Buschmann, was Sie hier erzählt haben, das hat mich doch wirklich sehr verwundert. Denn es geht hier doch nicht um Härte beim Infektionsschutz. Es geht doch um Konsequenz und den Schutz für unser aller Gesundheit. Sind wir mitten in der dritten Welle. Die Intensivstationen sind noch voll. Auch Menschen mit einem leichten Covid-19-Verlauf haben in den ersten 6 Monaten nach einer Erkrankung ein höheres Risiko zu versterben. Jede 10. Person leidet an Long-Covid. Es sind erst 8% der Bevölkerung, so wie meine Nachbarin, vollständig geimpft. Und wenn wir jetzt zu schnell lockern, so wie Sie das fordern, hat das Virus die besten Bedingungen, eine neue resistente Mutation zu entwickeln. Davor dürfen wir doch nicht die Augen verschließen. Eine vierte Welle mit einem noch gefährlicheren Virus müssen wir doch auf jeden Fall verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe wirklich große Sorge, dass wir wegen der Freude, die wir ja alle teilen, über das Licht am Ende des Tunnels die Debatte zu früh auf Öffnung fokussieren. In anderen Ländern wurde aufgrund des Wahlkampfs in steigende Zahlen der Infektion hinein der Infektionsschutz gelockert. Und das hat schlechte Folgen. Niedrige Inzidenzwerte sind die Grundlage für verantwortungsvolle Öffnungen, damit dann die Sportplätze, Theater, die Außengastronomie so schnell wie möglich wieder sicher geöffnet werden können, damit für Kinder und Jugendliche Spaß und Spiel wieder mehr Raum bekommt. Solange Kinder und Jugendliche noch nicht geimpft werden können und junge Menschen noch kein Impfangebot haben, tragen sie ein besonders hohes Risiko, wenn die Schutzmaßnahmen jetzt nachlassen. Und wenn jetzt die Impfungen für Kinder und Jugendliche hoffentlich bald zugelassen werden, dann ist das ein Meilenstein. Und schon dafür muss jetzt die Impfkampagne vorbereitet werden. Wir müssen die Kinder mehr in den Blick nehmen. Es ist entscheidend, dass jetzt alle schnell ein Impfangebot erhalten, dass es leicht zugänglich wird durch die Betriebsärztinnen am Arbeitsplatz, mobile Impfteams gezielt da, wo viele Menschen eng zusammenleben.
und auch global, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darum sollte Deutschland und die EU jetzt den USA anschließen und die Patente für den Corona-Impfstoff aussetzen. Und wer noch nicht geimpft werden konnte, muss durch einen negativen Schnelltest gleiche Zugänge zu Gastronomie oder Kultur, wenn sie dann Schritt für Schritt verantwortungsvoll wieder öffnen können, bekommen, genauso wie Geimpfte und Genesene. Gerade Eltern, junge Familien oder Studierende und Auszubildende dürfen wir nicht vergessen. Unser Ziel muss also sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, so viel Freiheit für so viele Menschen so schnell wie möglich. Die verschiedenen Bevölkerungsgruppen aber, die dürfen wir doch nicht gegeneinander ausspielen. Unser höchstes Gut ist die Akzeptanz der Bevölkerung. Und ein vernünftiger Stufenplan, der würde Akzeptanz und Perspektive bringen. Also konsequenter Infektionsschutz weiterhin, solange er notwendig ist. Und Begegnungen endlich wieder da, wo sie durch Schnelltests, Genesung oder Impfung wieder sicherer möglich sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Es macht sich bereit der Abgeordnete Carsten Müller, CDU-CSU-Fraktion. So, bitteschön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, Frau Kollegin Ascheberg-Dugnus, ich werde Ihre Erwartungen nicht vollkommen erfüllen, weil aus Ihrer Sicht werde ich einiges Falsches sagen, aber die Tragik ist in das Ganze ist in Folgendem begründet. Ich glaube gar nicht, dass Sie es richtig absichtlich vorhatten, aber Sie haben sich in Ihrem Verhalten, in den Diskussionsbeiträgen, in heute vorlaufenden Abstimmungen, auch in den Positionierungen Ihrer Partei, aus meiner Sicht, und ich bin damit nicht alleine, in eine ungute Nähe zu Ihren Nachbarinnen und Nachbarn aus meiner Sicht weiter rechts begeben. Und das macht eben Ihre Situation im Moment so unkomfortabel. Meine Damen und Herren, wie war der Ablauf? Es war in dieser Woche absehbar, dass wir die Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 diskutieren und verabschieden werden. Und Sie kamen mit Ihrer Aktuellen Stunde, die dasselbe Thema, nämlich die Freiheiten für Geimpfte und Genesene, nicht wieder zurückzugeben, sondern genau darüber zu debattieren und das zu veranlassen. Sie kamen mit Ihrer Aktuellen Stunde bedauerlicherweise etwas zu spät, wie Sie in dieser Diskussion ohnehin häufig etwas spät kamen und auch etwas wenig präzise gearbeitet haben. Wir haben es anders gemacht. Wir haben uns der Verantwortung gestellt und konstruktiv gehandelt. Bereits mit dem vierten, Herr Kollege Theurer, Sie haben ehrlich gesagt sich verweigert, aber dazu kommen wir gleich noch. Bereits mit dem vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite haben wir die Bundesregierung in den Stand gesetzt durch eine Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundestages bedarf, Erleichterungen und Ausnahmen von Geboten und Verboten für Immunisierte oder negativ Getestete vorzulegen. Es war im Übrigen die FDP, die diesem nicht zugestimmt hat. Sie haben insofern sich dieser Diskussion vollkommen entzogen. Und es ist ja bedauerlicherweise auch nicht das erste Mal, dass Sie sich der Verantwortung entzogen haben in den letzten 4 Jahren. Meine Damen und Herren, in einem zügigen und zielorientierten parlamentarischen Verfahren hat die Koalition dieser Verordnung in dieser Woche zugestimmt. Und mit der zu erwartenden Bestätigung des Bundesrates werden wir die Einschränkung für Geimpfte und Genesene wahrscheinlich ab Sonntag dann effektiv abgeschafft haben. Der Zeitplan ist von Vorrednerinnen und Vorrednern schon dargestellt worden. Wir haben diese Verordnung heute Mittag angenommen. Und meine Damen und Herren, das war auch dringend angezeigt und geraten. Und das ist eben tatsächlich gelebte Verhältnismäßigkeit und verantwortungsvolles Handeln. Denn Grundrechtsbeschränkungen und Einschränkungen können stets nur Ultima Ratio, also letztes Mittel sein. Daher ist es zwingend, die Beschränkungen genauso entschlossen und im Übrigen genauso verantwortungsvoll zurückzunehmen, wie solche Beschränkungen zum Schutz der Bevölkerung, der Personen vor Schäden an Gesundheit und Leben ergriffen worden sind. Positive Entwicklungen der Corona-Infektionszahlen setzen uns jetzt in den Stand, dieses machen zu können. Und meine Damen und Herren, da teile ich nicht die Auffassung
des Kollegen Gysi. Wir haben es nämlich tatsächlich mit einem Impfturbo jetzt zu tun. Es gab Versäumnisse in den ersten 3 Monaten, aber die Beschleunigung war so stark, dass der Impfturbo wahrscheinlich an Ihnen vorbeigefahren ist. Das ist bedauerlich, aber so ist die Realität. Kein anderes Land in Europa legt im Moment ein derartiges Tempo vor. Und meine Vorrednerin hat es richtigerweise auch mit persönlichen Erlebnissen untermauert. Das sind die Gespräche, die auch an mich herangetragen werden. Und darum geht es. Und das ist gut. Und das bringt eben auch Entspannung in die Diskussion. Gestern waren 25,5 Millionen Menschen das erste Mal geimpft. 7,2 Millionen Menschen sind vollständig geimpft. Die Zahlen zum heutigen Nachmittag sind schon deutlich höher. Wir erwarten heute wieder mehr als 1 Million Impfungen. Wir werden bei den Zweitimpfungen wahrscheinlich knapp bei 7,5 Millionen liegen. Das alles ist besonders erfreulich. Und meine Damen und Herren, das führt dazu, dass Beschränkungen, die absolut schwierig zu entscheiden waren, aber ergriffen werden mussten, dass diese für immer weniger Menschen gelten werden. Das ist ein großer Schritt zurück in die Normalität. Ich freue mich darüber, und das ist eben auch das helle Licht am Ende des Tunnels für die Geimpften und Genesenen. Und das ist eine Perspektive für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für Kultur, Kunst, die Selbstständigen. Wir haben es diskutiert, die Probleme der Solo-Selbstständigen, die Probleme von Leuten, die in dieses Land erst frisch zugewandert sind, aber auch natürlich junge Familien, Familien mit Kindern, Kinder und Jugendliche, Erstklässler, die das große Erlebnis Schule gar nicht haben mitbekommen können. Und das sind solche Fälle, über die wir auch im Nachgang reden müssen. Deswegen ist dieses Neustart-Paket unbedingt wichtig. Ich warne vor einem, nämlich vor einer zu großen Leichtsinnigkeit. Das ist auch verschiedentlich angesprochen worden. Kollege Wieser hat es gesagt, meine Vorrednerin hat es gesagt. Wir schauen nach Chile und sehen, dass dort nach einer besonders erfreulichen Impfentwicklung ein riesengroßes Desaster eingetreten ist. Das zahlt die gesamte Gesellschaft, und die sozial Schwächsten zahlen den höchsten Preis. Und das wollen wir nicht, und deswegen handeln wir verantwortungsvoll. Vielen Dank. Der Abgeordnete Martin Reichert hat das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden heute über sogenannte Freiheiten für Genesene und Geimpfte. Die FDP nennt es Freiheiten, die Regierung formuliert. Es handelt sich insofern nicht um die Einräumung von Sonderrechten oder Privilegien, sondern um die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe. Man kann das alles noch so gestelzt daherformulieren. Im Klartext heißt das Impfpflicht durch die Hintertür, Eintritt in die Zweiklassengesellschaft, Diskriminierung gesunder Menschen. Und das werden wir von der AfD niemals mitmachen. Im Gegensatz zu allen anderen hier im Hause vertretenen Fraktionen stehen wir zu unserer Verfassung. Wir stehen zum Grundgesetz, zur Demokratie, zur Freiheit und Eigenverantwortung. Jeder Bürger in Deutschland hat das Recht und die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob er sich auch in der Corona-Frage impfen, testen lassen will oder eine Maske trägt. Diese Entscheidung darf für den Menschen keine Nachteile, keine Repressalien und keine Ächtung innerhalb der Gesellschaft nach sich ziehen, meine Damen und Herren. Aber genau das wird auch durch Ihre Zwischenrufe hier vorangetrieben. Nicht-Geimpfte gelten angeblich als unsolidarisch. Sie sind sogar, wie man hört, schädlich für die Gesellschaft. Und das sind Äußerungen, die wir in Deutschland nie wieder hören wollen, meine Damen und Herren. Die AfD fordert schon seit langem, gebt den Menschen ihre Freiheit und ihre Grundrechte zurück. Denn 99,8% der Menschen haben kein Corona. Der Anteil der Corona-Infizierten in der Bevölkerung liegt bei 0,22%, und infiziert heißt nicht einmal krank. Und für alle Faktenchecker
und alle ausgelagerten Zensurstellen der Regierung. Diese Zahlen kommen vom Statistischen Bundesamt. Es besteht also keine Notwendigkeit, diese Rede zu sperren. Grundrechte sind keine Privilegien, die der Staat willkürlich aufheben kann. Grundrechte sind kein Privileg. Die Grundrechte sind jedem Einzelnen eigen, und sie werden nicht vom Einzelnen durch Wohlverhalten, durch die Abgabe eines Tests oder eine Impfung erst erworben. Und das sollten Sie sich alle hier mitnehmen, meine Damen und Herren. Grundrechte sind unveräußerlich, so steht es im Grundgesetz. Seit aber in Deutschland in der Corona-Frage, anders als bei allen Krankheiten, die es sonst noch so gibt, wie Grippe, Krebs und Herzinfarkt, der totale Gesundheitsstaat ausgerufen worden ist, gerät unsere Verfassung zusehends unter Druck, und das ist schlimm. Die Regierung will Geimpften mehr Freiheiten, mehr Rechte einräumen. Sie treibt damit die Spaltung der Gesellschaft weiter voran. Die sogenannten Volksvertreter aller Parteien außerhalb meiner Fraktion sind in diesem Hause leider zum Abnickverein der Kanzlerin geworden, meine Damen und Herren. Ein Abnickverein, der sich nebenbei gerade hier aus dem mittleren Bereich noch die Taschen vollstopft. Ein Abnickverein, der nicht mehr das Volk vertritt, das unter den unverhältnismäßigen Maßnahmen leidet, sondern einseitig einer Panikdoktrin Drosten und Lauterbachscher Provenienz folgt. Mit Ausnahme der Anti-Grundrechtspartei von den Grünen, die die Bundesnotbremse sogar schon ab einer Inzidenz von 35 oder 50 forderte und damit noch totalitärer ist als die Regierung. Das Leben der Menschen in Deutschland wird also mit den Grünen noch düsterer, wenn diese Verbotsideologen dereinst die Macht in Deutschland übernommen haben, meine Damen und Herren. Es ist aber auch heute schon sehr düster für Millionen gesunder Kinder, die ihr Recht auf Bildung mit einem Zwangstest und bald vielleicht auch mit einer Zwangsimpfung erkämpfen müssen. Das lehnen wir in aller Deutlichkeit und aller Entschiedenheit ab, meine Damen und Herren. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob es in Deutschland noch Gewaltenteilung gibt, wenn Richter, die unliebsame Urteile gefällt haben, mit Hausdurchsuchungen drangsaliert werden, wenn Künstler mit Berufsverbot bedroht werden, weil sie eine abweichende Meinung haben. Da hätte ein Aufschrei durch dieses Haus hier gehen müssen. Ich komme zum Schluss. Sie alle tragen die Verantwortung dafür, dass unsere Demokratie erhalten bleibt und Menschenrechte nicht davon abhängig werden, ob man eine bestimmte Gesinnung oder einen bestimmten Impfstatus hat. Vielen Dank. Herr Reichert, nur zur Klarstellung: Alle Mitglieder dieses Hauses sind gewählte, von den Bürgern und Bürgerinnen gewählte Volksvertreter. Und keine sogenannten, sondern gewählte. Nur zur Klarstellung. Ich hätte mir gewünscht, wenn da auch solche Bemerkungen bei uns gefallen wären. Die Abgeordnete Heike Behrens hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir werden uns alle Grundrechte und Freiheiten wieder zurückerobern. Das habe ich Bürgerinnen und Bürgern gesagt und geschrieben, die sich besorgt zu den Grundrechtseingriffen geäußert haben. Ich konnte tatsächlich nicht ahnen, wie lange es dauert. Aber jetzt ist es soweit, und wir halten Wort. Jetzt, wo Wissenschaft uns bestätigt, dass von Geimpften und Genesenen nur ein geringes Risiko ausgeht, das Virus zu verbreiten, jetzt, wo mehr und mehr Leute immer schneller geimpft werden, können erste Beschränkungen zurückgenommen werden. Das haben wir dem Virus in großer gemeinsamer Anstrengung abgerungen. Wie wichtig und wertvoll das ist, das hat unsere Ministerin Christine Lambrecht heute Morgen schon
thematisiert. Wie wichtig und wertvoll das ist, zeigt sich gerade in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Nur wenige wurden so extrem eingeschränkt in ihrer Lebensqualität wie Menschen, die in Gemeinschaftseinrichtungen leben. Ihr Bewegungsspielraum wurde auf ein kleines Zimmer reduziert, in dem sie lange nicht einmal Besuch bekommen konnten. Freiheitsräume, die die meisten von uns in der Familie und draußen immer noch hatten, waren für sie äußerst reduziert. Und deshalb ist es ein Grund zur Freude, dass wir diese Lebensqualität gerade für diejenigen in einer Wohnsituation, die auch ohne Pandemie von Einschränkungen geprägt ist, jetzt zurückgewinnen. Ich habe das Beispiel der Seniorenresidenz Mühlehof in Lörrach vor Augen. Bis auf eine Bewohnerin wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner geimpft und über 90% der Mitarbeitenden ebenso. Und dennoch durften sie über Monate nicht gemeinsam sich zum Mittagessen treffen. Erst nach langem Mahlen der Mühlen von Verwaltung und Justiz wurde eingelenkt. Und jetzt endlich können Seniorinnen und Senioren sich endlich wieder zum Essen treffen oder auch für andere Gemeinschaftsveranstaltungen. Auch jenseits von Verordnungen und Gesetzen müssen Infektionsschutzmaßnahmen mit Augenmaß und ich finde auch mit beherztem Pragmatismus abgewogen werden, gerade dann, wenn es um die allerletzte Phase im Leben geht. Und ich denke, wir sollten Einrichtungen, Diensten und Pflegepersonal zutrauen, hier individuelle und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Denn Freiheit und Verantwortung müssen immer in Balance gehalten werden. Viele hatten vielleicht weniger Angst vor eigener Erkrankung, aber trafen Freunde trotzdem nur digital. Junge Menschen sagten Geburtstage und Abschlussfeiern ab, nicht aus Angst um die eigene Gesundheit, sondern weil sie nicht zum Infektionsgeschehen beitragen wollten, weil sie vernünftiger waren als die Vertreter hier von der rechten Seite, sondern weil sie eben andere schützen wollten, weil sie Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere schützen helfen wollten. Und ich verstehe gut, dass es für junge Menschen kaum noch auszuhalten ist, dass wichtige Meilensteine des Erwachsenwerdens aufgeschoben oder gar verpasst werden. Und umso bemerkenswerter finde ich, dass gerade Sie eine enorme Solidarität über Generationen hinweg gezeigt haben. Ich finde, das fordert unser aller Respekt. Ich habe auch großes Verständnis, dass nun gefragt wird, wann sind wir endlich dran? Wann können wir wieder Sport treiben, normal zur Schule gehen, verreisen? Denn auch für Familien besteht weiterhin die enorme Belastung, Schule, Homeoffice, eingeschränkte Freizeit zu organisieren. Ja, wir brauchen einen Plan für Öffnungen, wie es Olaf Scholz einfordert. Und da müssen Kinder und Familien im Mittelpunkt stehen. Wir haben uns alle mit einem Kraftakt gegen das Virus gestemmt und dass jetzt die ersten Lockerungen nicht sofort für alle gelten, das ist trotzdem notwendig, bleibt aber schwer für ganz viele. Und deshalb muss weiter alles getan werden, um allen, die es wollen, schnell ein Impfangebot zu machen. Und darum wird bald mit dem Fortschritt auch der weiteren Impfstoffe die Impfstrategie entsprechend angepasst werden, weitere Ärzte wie die Betriebsärzte mit einbezogen und vor allem auch Impfstoffe für Kinder und Jugendliche entwickelt. Das alles macht Hoffnung und lässt uns noch etwas geduldig sein, denn jede weitere Impfung ist ein Schritt hin zur Öffnung für alle. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion ist der Kollege Michael Theurer. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren!
Der Vorwurf der Kollegen Karin Mark und Carsten Müller, die Diskussion heute Nachmittag sei gegenstandslos und nicht notwendig wegen der Verordnung der Bundesregierung, geht völlig ins Leere. Denn erstens nimmt ja die Verordnung der Bundesregierung die Einschränkungen für Geimpfte und Genesene nur punktuell zurück. Zum Beispiel sind weite Teile die Öffnung von Geschäften, von Hotellerie, Gastronomie und Veranstaltungen komplett ausgenommen. Und zum Zweiten ist ja der entscheidende Punkt der, dass wenn von immunisierten Personen keine Infektionsrisiken ausgehen, dann lassen sich grundsätzlich keine Einschränkungen ihrer Freiheit mehr rechtfertigen. Dies wurde hier eindrucksvoll auch von Gregor Gysi bestätigt. Ich kann an der Stelle feststellen, dass wir mehr gemeinsam haben als nur unsere Frisur, Herr Kollege Gysi, sondern auch der Einsatz für unsere Grundrechte. Meine Damen und Herren, auch die Argumentation von Karin Mark, die Bundesnotbremse hätte zum Rückgang der Inzidenzen geführt, entspricht ja offensichtlich nicht den Tatsachen. Denn wenn Sie sich mal, ich habe mal hier die Johns Hopkins Universität mitgebracht, die Infektionszahlen anschauen, rot zeigt die Schweiz, blau zeigt die Bundesrepublik Deutschland, dann gehen ja in der Schweiz die Zahlen wesentlich deutlicher zurück als in der Bundesrepublik. Das heißt, die Bundesnotbremse Deutschlands wirkt in der Schweiz offensichtlich besser als in der Bundesrepublik. Und das, obwohl, meine Damen und Herren, die Schweiz bereits Anfang März Läden, Museen, Außensport und Zoos geöffnet hat. Die Schweiz hat Mitte April die Außengastro, Kinos, Theater und Fitnessstudien geöffnet, meine Damen und Herren. Also ohne Häme, meine Damen und Herren, Ihre Argumentation, die Bundesnotbremse hätte den Rückgang der Inzidenzen hier eingeleitet, kann den Tatsachen nicht entsprechen, sondern im Gegenteil. Es muss andere Gründe haben, wahrscheinlich der Fortschritt des Impfverlaufes, aber auch die frische Luft, denn weniger Ansteckungen in der frischen Luft, das wird ja auch von den Aerosolforschern klar gesagt, führen dazu, dass wir raus sollen, nicht stay at home, sondern raus an die frische Luft, Bewegung dort im Freien, das minimiert die Ansteckungsgefahren. Und meine Damen und Herren, deshalb auch eine ganz klare Aussage, wenn das RKI recht hat, dass die meisten Infektionen im privaten Bereich stattfinden, dann muss die Antwort doch sein, wer privates Saufgelage verhindern will, der muss die Außengastronomie wieder öffnen, meine Damen und Herren, damit mit Hygienekonzepten hier entsprechend die Menschen sich auch wieder treffen können. Entscheidend ist aber, dass von Geimpften offensichtlich keine Ansteckungsgefahren in erheblichem Umfang ausgehen. Das zeigt auch die Oxford-Studie. Darauf beruhen ja auch jetzt die Empfehlungen, dass eben Freiheitseinschränkungen für Geimpfte und Genesene zurückgenommen wird. Da stellt sich dann aber schon die Frage, warum eigentlich die Bundesregierung die Warnungen, man müsse die Impfstoffproduktionskapazitäten erhöhen, nicht ernst genommen hat. Und Herr Kollege Gysi, es gab auch Kapazitäten im Westen. Jedenfalls habe ich die Bundesregierung mündlich bereits im Mai und schriftlich im Juni darauf hingewiesen, dass Impfstoffkapazitäten erhöht werden müssen. Das ist aber nicht mit entsprechendem Nachdruck verfolgt worden. Und Herr Kollege Spahn, wenn Sie sich jetzt in etlichen auch Tweets und Social-Media-Auftritten freuen über den Impffortschritt, und da bin ich bei Ihnen, dann hätten Sie an der Stelle vielleicht auch mal für die Bundesregierung eine Entschuldigung aussprechen können, dafür, dass eben anders als in den USA die Impfbestellung in Deutschland und in der Europäischen Union nicht mit dem notwendigen Nachdruck, nicht rechtzeitig genug, nicht mit den entsprechenden Mengen und auch nicht mit den gleichen Preisen gefordert worden ist, wie zum Beispiel in Israel oder in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und meine Damen und Herren, der dritte Punkt sind die Modellprojekte. Ich schaue mir da mal das Land Schleswig-Holstein an. Da machen die FDP-Landesminister Bernd Buchholz und Heiner Garg die Arbeit, und der Ministerpräsident Günther rühmt sich heute in der Bild-Zeitung für die Erfolge der Modellprojekte. Wir sind für Modellprojekte. Und Frau Kollegin Mark, wir haben einen Änderungsantrag zu Ihrem Gesetz gestellt, um diese Modellprojekte auch in Zukunft zu ermöglichen. Den haben Sie genauso wie der Kollege Carsten Müller in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Und das ist ja auch die Begründung, warum wir Ihrem Gesetzentwurf nicht zustimmen konnten. Es hätte die Verordnung für die Geimpften heute gar nicht bedurft, wenn Sie uns einen Änderungsantrag zugestimmt hätten, der eben für Geimpfte und für Genesene entsprechende Ausnahmen vorgesehen hat. Auf uns hören heißt, rechtzeitig auf Nachbesserungen verzichten zu können. Und deshalb bleiben wir dabei. Das, was Sie mit der Verordnung gemacht haben, ist ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht aus. Wenn von Geimpften und Genesenen keine Infektionsrisiken mehr ausgehen, dürfen
für diese Menschenfreiheitsrechte nicht länger eingeschränkt werden. Wir werden nicht müde, dies an dieser Stelle einzufordern. Nächster Redner ist der Kollege Lothar Riebsamen, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Freien Demokraten haben zweifelsohne einen besonderen Bezug zum Thema Freiheit im Allgemeinen und individuelle Freiheitsrechte im Besonderen. Das zweifeln wir überhaupt nicht an, aber ich bin mir sicher, Herr Theuer, ich bin mir ganz sicher, dass umgekehrt die FDP auch den Parteien, die das F nicht schon im Parteinamen tragen, sondern im Programm haben, nicht absprechen, dass sie jetzt nach einem Jahr Pandemie und nach einem Jahr Einschränkungen durchaus von Freiheitsrechten, das ist so, die gleiche Sehnsucht haben wie die FDP auch, möglichst schnell wieder zurückzukommen zur Normalität und möglichst viele Freiheitsrechte auch wieder einzuräumen, die bisher nicht eingeräumt werden konnten, aus gutem Grund. In den vergangenen Tagen, muss man allerdings auch sagen, ist die Skepsis auch bei manchen Menschen gestiegen. Das merken wir wahrscheinlich an unseren E-Mails auch. Bei mir war es jedenfalls so, dass viele E-Mails in den vergangenen Tagen auch mich erreicht haben, die da die Auffassung vertreten, es komme alles jetzt zu früh, es ginge zu schnell, es sei unsolidarisch gegenüber denjenigen, die noch keine, ach Gott, dieses Ding, es sei unsolidarisch gegenüber denen, die noch keine Impfung erreicht haben. Ich bin allerdings der Auffassung, dass es nicht nach dem Motto gehen kann, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich denke, es ist richtig, das Gegenteil zu sagen, sich zu freuen mit denen, die eine Impfung schon erreicht haben, die wieder ihre Freiheitsrechte zurückbekommen. Wir haben heute Morgen vor 2 Stunden die entsprechenden Beschlüsse für die Geimpften gefasst und darüber sollten wir uns freuen und ich bin sicher, dass die Notbremse, Herr Theuer, wie wir sie eingeführt haben für die Inzidenzwerte über 100 in Deutschland, sehr wohl genau zu diesem Punkt geführt haben, mit den Impfungen natürlich zusammen, dass wir Freiheitsrechte wieder einräumen können. Und ich freue mich für die Schweizer, wenn sie mit ihren Maßnahmen Vergleichbares erreicht haben. Aber ohne die Notbremse, das können Sie an der Zeitachse ganz genau festmachen, wären die Inzidenzzahlen nicht so gefallen, wie sie in den vergangenen Tagen fallen. Es wäre der R-Wert nicht so zurückgegangen, es wäre die Belegung der Intensivstationen nicht so zurückgegangen. Das lässt sich doch einfach so einfach belegen und sollte jetzt nicht also Thema der Diskussion überhaupt sein. Es liegt auf der Hand, es ist geradezu evident. Und erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an eine Ad-hoc-Empfehlung des Deutschen Ethikrats vom Februar 2021 mit der Überschrift Besondere Regeln für Geimpfte, wenn ich das zitieren darf. Da steht, je mehr aber mit den Fortschritten des Impfprogramms besondere gravierende Risiken reduziert werden und verbesserte Kenntnisse hinsichtlich der Nicht-Ansteckungsfähigkeit vorliegen, desto eher sind individuelle Rücknahmen von Freiheitseinschränkungen für geimpfte Personen vorstellbar und gegebenenfalls auch geboten. Und diese Empfehlung des Deutschen Ethikrats ist plausibel, klug und richtig. Und aus diesem Grund haben wir vor 2 Stunden die entsprechenden Beschlüsse gefasst und den Geimpften und vergleichbaren Personengruppen ihre Freiheitsrechte wieder zurückgegeben. Und ich bin zuversichtlich, aufgrund der sinkenden Inzidenzen einerseits und der massiv ansteigenden Zahlen der Geimpften andererseits, dass wir zügig in diese Richtung in den nächsten Wochen auch fortfahren können. Das wünsche ich uns allen, aber nicht, bevor ich sage,
und abschließend darauf hinweise, dass natürlich die Schutzpflichten nach wie vor bleiben. Es muss weiterhin getestet werden. Es müssen weiterhin die Hygienevorgaben eingehalten werden, die Abstände eingehalten werden. Und wir haben jetzt 7,1 Millionen Menschen geimpft und noch nicht alle. Und auch das ist ein Grund dafür, dass wir weiterhin die vulnerablen Gruppen schützen müssen. Die Eindämmungen der Maßnahmen müssen insofern ein Stück weit noch für einige Wochen aus guten Gründen in Kraft bleiben. Aber wir sind auf einem guten Weg. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Hartmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir blicken auf 14 Monate einer unvergleichlichen Herausforderung, die unser Land und die Welt gefordert hat, wie keine der Herausforderungen in den letzten Jahrzehnten. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wenn man sich an den positiven Dingen orientieren will, wir reden über viele Millionen von Menschen, die jeden Tag Impfungen erhalten, und wir haben eine Debatte, dass es sogar verschiedenste Impfstoffe gibt, die nun dazu führen, dass wir weite Teile der Bevölkerung immunisieren können. Und darum geht es hier in dieser Debatte. Und der FDP, die eine Aktuelle Stunde angesetzt hat, und es ist vielleicht auch etwas aus der Zeit gefallen, wenige Stunden, nachdem wir ja schon als Große Koalition gehandelt haben und entsprechende Rücknahmen beschlossen haben bei den Grundrechtseingriffen, sollten uns an eine Stelle noch mal erinnern. Wir haben begonnen damit, dass wir keine Behandlungsmethoden kannten. Wir mussten mit diesem neuartigen Virus umgehen lernen. Es gab keine Situation, in der wir aus Impfstoffen wählen konnten, um zu sagen, das ist die Impfung für die und die Gruppe, in die wir hineingehen wollen und sie zu schützen, meine Damen und Herren. Und das ist etwas, was wir als Parlament getan haben. Und der FDP blendet einen Teil dieser Debatte aus. Denn der Grundrechtseingriff ist doch nur deswegen vorgenommen worden, um auf Zeit auch Zeit zu gewinnen. Denn wir hatten keine Behandlungsmethoden. Wir waren nicht in der Lage, bestimmte Gruppen zu schützen. Ja, wir haben eine Bundesnotbremse beschlossen, um einheitliche Regelungen zu haben. Denn Akzeptanz und Transparenz sind wichtig, dass man klar weiß, daran orientieren wir uns, wenn wir bestimmte Maßnahmen machen. Aber Sie von der FDP, Sie nehmen sich nur einen Teil dieser Diskussion, und Sie sind zu spät, weil die entsprechenden Beschlüsse heute schon gefasst worden sind. Denn diese Grundrechtseingriffe dürfen nur so lange stattfinden, wie sie auch gerechtfertigt sind. Und gerade dann, wenn Menschen vollständig genesen sind und vollständig geimpft sind, entfällt der wesentliche Grund für diesen Grundrechtseingriff. Und dieser Verantwortung sind weite Teile dieses Hauses demokratisch nachgekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und einen zweiten Teil der Debatte, den die FDP immer wieder ausblendet, den kann ich Ihnen nicht ersparen. Denn eng verbunden mit der Idee der Freiheit ist ja auch die des handlungsfähigen Staates, der überhaupt die Grundvoraussetzungen schafft. Wenige Monate vor der Debatte um die Pandemie gab es doch noch Diskussionen, gerade aus Ihren Reihen, Krankenhauskapazitäten im ländlichen Raum zu reduzieren und das Gesundheitswesen dem Marktdiktat zu unterwerfen. Sie waren es doch diejenigen, die Einsparungen vorgenommen haben, die Tarifbeschäftigten eben nicht in der Pflege wollten, die alles den Markt überlassen wollten. Und Sie haben auch in Ihrer Regierungsverantwortung dazu geführt, dass dieser Staat an den Rand der Leistungsfähigkeit kam und keine Vorsorge, keine Masken gekauft worden sind, keine Ressourcen entsprechend bereitgestellt worden sind. Also können Sie sich diesen Teil der Debatte auch nicht ersparen, wenn Sie sich, wenn Sie waren von 2009 bis 2013 verantwortlich, und Sie waren stolz darauf, Teile des Personals einzusparen. Wenn Sie heute an die Kommunen denken, die nicht in der Lage sind, den öffentlichen Gesundheitsdienst ausreichend zu finanzieren, sind Sie hauptverantwortlich dafür. Und Sie können sich nicht den einen Teil dieser Debatte herausnehmen und über Freiheit reden, wenn Sie es auf der anderen Seite, wenn Sie schreien, geben Sie mir doch recht, wenn Sie auf der anderen Seite nicht in der Lage sind, den Bürgerinnen und Bürgern klarzulegen, dass ein starker, leistungsfähiger Staat auch eine Grundvoraussetzung für die Freiheit aller Menschen in diesem Land ist, meine Damen und Herren. Da ist das Problem. Sie nehmen sich immer nur einen Teil der Debatte, weil Sie die gesamte Wahrheit nicht ertragen. Sie haben uns an den Rand der Handlungsfähigkeit gebracht mit Ihren Sparlogiken. Und deswegen können wir stolz darauf sein, dass wir in der Pandemie 14 Monate danach uns nicht nur einen Teil der Verantwortung genommen haben, sondern die gesamte Verantwortung für dieses Land übernommen haben und gesagt haben, wir wollen bessere Löhne in der Pflege, wir wollen Krankenhäuser besser finanzieren, wir wollen Impfstoffe für die breite Masse zu organisieren, und wir wollen dafür sorgen, dass diese Pandemie eine Veränderung bringt, und zwar zum Positiven.
Positiven. Und wenn das ein Lerneffekt ist, dann war es gut, dass die FDP diese Aktuelle Stunde beantragt hat und endlich diesen Punkt auch mitnimmt, anstatt uns zu belehren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie müssen damit leben, dass Sie den gesamten Teil der Debatte haben. Und Sie können sich nicht nur den Teil der Lockerung nehmen, wenn Sie auf der anderen Seite nicht die entsprechenden Einschränkungen mittragen wollen oder die Finanzierung dieses Gemeinwesens. Das ist Ihr Problem, und das ist ein Teil der Debatte, die Sie bewusst ausblenden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte gehört, es ist wahr, die Debatte gehört hier ins Parlament. Und gerade in diesem Moment tagt das Begleitgremium des Deutschen Bundestages in dem vierten Ausschuss und führt eine Anhörung zu den Rechten Geimpfter durch, zu den Fragen der Impfpriorisierung. Und ich finde es wichtig, dass diese Debatte hier im Parlament stattfindet und nicht in nicht öffentlichen Debatten der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsident. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben einen Anspruch zu wissen, wo stehen die Parteien und wo wollen sie hin. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der gute Teil dieser Aktuellen Stunde, die ansonsten in weiten Teilen völlig überflüssig war, liebe FDP. Ihr Schreien gibt mir recht. So, der letzte Redner in der Aktuellen Stunde ist der Kollege Alexander Hoffmann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung. Wir führen eine sensible Debatte. Und natürlich ist es so, dass die Verwirklichung von Freiheitsgarantien des Grundgesetzes, die wir hier im Mittelpunkt haben, für uns treibende Kraft ist. Aber wir müssen in der Debatte und schon auch mal die Zeit nehmen, den Blick auf diejenigen zu werfen, die noch nicht geimpft sind, weil sie noch keinen Termin bekommen haben. Diejenigen, die noch nicht geimpft sind, weil sie sich nicht impfen lassen können. Ja, und auch den Blick auf diejenigen richten, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht impfen lassen wollen. Ich bekomme, und das wird Ihnen genauso gehen, aus meinem Wahlkreis viele Zuschriften von Menschen, die mir schreiben: Herr Hoffmann, ich bin kein Corona-Leugner, ich bin kein Impfgegner, ich will mich auch irgendwann impfen lassen, aber mir macht die Debatte Sorge, weil ich habe Angst vor einer Zweiklassengesellschaft und ich möchte noch Zeit, weil ich will mich von meinem Hausarzt impfen lassen und ich möchte am Schluss auch entscheiden, welchen Impfstoff ich bekomme. Und die Wahrheit ist halt auch, meine Damen, meine Herren, dass eine Gesellschaft eine Krise nur dann gut übersteht, wenn sie geschlossen bleibt. Und ich will Ihnen von der FDP sagen, so wie Sie die Debatte befeuern, so ziehen Sie Gräben. Und Sie schließen sie nicht. Und ich habe Ihnen das jüngst auch schon einmal gesagt, dass Sie Ihren Kurs überdenken sollten. Ich glaube schon, dass auch Sie als FDP der Versuchung widerstehen müssen, immer wieder nach Instrumenten zu greifen, die mehr spalten als zusammenbringen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Vor zwei Wochen, als wir die Bundesnotbremse beschlossen haben, hat sich die FDP und auch andere im Übrigen dickbackig hingestellt und hat gesagt, das ist offensichtlich verfassungswidrig. Jetzt haben wir die Woche, Sie haben die Woche die Quittung bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat sogar ausdrücklich gesagt, dass eine Ausgangssperre grundsätzlich ein legitimes Mittel ist. Kollege Buschmann, da war von offensichtlich verfassungswidrig nicht mehr die Rede. Aber ich will auch noch ein paar Sätze zur AfD sagen. Die AfD erreicht eine für mich völlig neue Ebene, und ich vermeide bewusst das Wort Niveau. Sie sagen, das ist ein mittelbarer Impfzwang. Jetzt überrascht mich das nicht. Ich sage mal, das ist das Prinzip AfD. Die AfD schaut sich eine Debatte an und guckt, was hat maximales Verhetzungspotenzial, was hat maximales Empörungspotenzial. Und wenn wir nichts finden, dann konstruieren wir halt was. Aber viel spannender ist doch, meine Damen, meine Herren, von der AfD eine ganz andere Frage. Wie sehen Sie eigentlich Ihr Freiheitsversprechen für die Menschen in diesem Land in einer Zeit, wo klar ist, dass die Pandemie zunächst mit Lockdown-Maßnahmen bekämpft werden muss, bis wir zur Impfung kommen? Was sagen Sie denn den Menschen? Sagen Sie den Menschen denn,
Ja, wenn Sie geimpft sind, bitte gehen Sie nicht vor die Tür. Wenn Sie eine FFP2-Maske tragen, bitte gehen Sie nicht vor die Tür. Und auch wenn Sie ein negatives Testergebnis haben, gehen Sie nicht vor die Tür, weil Sie sonst ja auf diejenigen einen mittelbaren Zwang ausüben würden, die all das nicht wollen. Ist das Ihr Freiheitsverständnis? Der Beweis, den Sie damit erbringen, liegt doch auf der Hand. Sie haben überhaupt kein Interesse, dass wir gut durch diese Pandemie kommen. Es gilt der Satz der AfD, wenn es dem Land schlecht geht, geht es der AfD gut. Der eigentliche Hammer, und deswegen habe ich vorhin von neuer Ebene gesprochen, der eigentliche Hammer kommt am Schluss. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Im Rechtsausschuss zumindest spricht die AfD von einer Minderheit. Wenn sie über die Menschen spricht, die einen schweren Corona-Verlauf erlebt haben, wenn sie über die Menschen spricht, die Folgeschäden haben und die an Corona gestorben sind. Sie spricht von einer Minderheit. In Ansehung der Todeszahlen ohnehin schon ein unmöglicher Witz. Aber meine Damen, meine Herren, wir alle wissen, wie despektierlich die AfD über Minderheiten denkt und wie despektierlich sie diesen Begriff einsetzt. In Bezug auf Homosexuelle, in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund und in Bezug auf Menschen mit muslimischem Glauben. Und dass sie nun Menschen, die einen schweren Corona-Verlauf hinter sich haben, dass sie die ihrem Minderheitenbegriff unterwerfen, das lässt tief blicken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Aktuelle Stunde ist beendet und wir kommen zu den Tagesordnungspunkten.